Wenn wir es schaffen, hier zusammenzukommen, kann was richtig Großes draus entstehen, bin ich der Meinung. Helfen Sie bitte alle dran mit und ich freue mich riesig auf diese Veranstaltung. Bewegen und gewinnen kann nur die Tat. Wir hatten jetzt hier die erste Diskussionsrunde. Es ging im Wesentlichen um die Frage, ob eine Querfront möglich ist und wenn ja, wie breit diese Querfront ausgebildet werden kann. Wir haben festgestellt, dass immer mehr Deutsche bereit sind, auf die Straße zu gehen, sich gegen das System aufzulehnen, gegen ein System, das die eigenen Bürger, das eigene Volk ausnimmt. Wir waren hier der Meinung, dass wir diese Querfront brauchen, dass sie möglich ist und dass wir jetzt aber daran arbeiten müssen, dafür die entsprechenden Strukturen zu schaffen. Diese Veranstaltung heute war der erste Schritt in diese Richtung und wenn ich so durch den Raum gesehen habe und gesehen habe, aus wie vielen verschiedenen Organisationen, Strukturen hier Leute anwesend waren, dann bin ich hoffnungsvoll, dass uns dieser Schritt gelingen kann, weil wir nur gemeinsam stark und erfolgreich gegen diese Regierung opponieren können. Ja, also ich bin sehr froh, dass ich heute hier an dieser Veranstaltung teilnehmen konnte. Es sind alle Strömungen des patriotischen, konservativen und nationalen Spektrums vertreten. Es herrscht ein reger Austausch. Es herrscht ein Disput, das brauchen wir auch. Es herrscht aber kein Streit. Wir tauschen hier unterschiedliche Konzepte und Ideen aus. Man lernt neue Leute kennen. Und ich bin wirklich begeistert von der Veranstaltung. Und ich bin auch sehr zuversichtlich mittlerweile wieder, was die Zukunft nationaler und patriotischer Organisationen und Parteien hier in diesem Land angeht, wenn ich sehe, was hier an Substanz sich versammelt hat. Und wenn wir das hier weiterführen, dass wir in dem Respekt vor den Überzeugungen des anderen so konstruktiv weiter diskutieren, dann kann sich hieraus etwas Neues entwickeln. Und wir sollten weiter diesen Weg gehen, der offenen, klaren Aussprache, aber auch des gegenseitigen Respekts vor dem anderen. Und hier hat, glaube ich, etwas Neues begonnen heute und ich freue mich, dabei gewesen zu sein. Also ich finde den Netzwerktag bis jetzt sehr interessant und sehr aufschlussreich. Die Diskussionen bieten eigentlich viele verschiedene Meinungen, über die es sich lohnt nachzudenken. Jetzt habe ich gerade eine Diskussion gehört, ob man Immigranten der zweiten oder dritten Generation in die sogenannte Opposition, die nationale Opposition aufnehmen sollte. Und da gab es natürlich Pro und Contra, aber jetzt, also so offen, habe ich bis jetzt eigentlich in dieser Bewegung so eine Diskussion noch nie gehört. Also ich fand das alles sehr erfrischend und ich muss sagen, auch unterhaltsam, aber auch sehr lehrreich. Also bis jetzt sehr gut, ja. Also ich hoffe, es wird noch mehrere solche Treffen geben. Vielen Dank. Die Veranstaltung heute hier, der erste Deutsche Stimme Netzwerktag, die hat bisher alle meine Erwartungen erfüllt. Es ist ausgesprochen wichtig, dass sich verschiedene nationale und patriotische Gruppen, Partei- und organisationsübergreifend treffen, um gemeinsam auszuloten, wo Gemeinsamkeiten liegen oder auch die Zusammenarbeit für die Zukunft miteinander abstimmen können. Wir leben in einer Zeit, wo wir alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Wir leben in einer Zeit, wo wir alle mit den Repressionsmaßnahmen des Staates zu leben haben. Und dort ist es wichtig, dann auch den gemeinsamen Nenner zu finden, um auch in Zukunft gemeinsam gegen diesen Staat agieren zu können, um ein neues, freiheitliches Gesellschaftsbild zu schaffen. Und dementsprechend sind solche Vernetzungstreffen wie heute wichtig. Und ich hoffe, dass sie auch in Zukunft weiter fortgeführt werden. Ja, mein Name ist Timo Pradl aus Friedrichroda. Ich vertrete die Thüringer Heimatpartei. Ich bin heute hier, um mit Patrioten und Vertretern oppositioneller Gruppierungen ins Gespräch zu kommen und mir auch mal die Positionen anzuhören. Und es ist ein sehr guter Ansatz. Es ist immer gut, wenn man miteinander redet, anstatt gegeneinander und sich streitet. Und ich verspreche mir davon auch Impulse für die kommenden Wochen und Monate.
Also Netzwerktag bisher, alles super. Ich denke mal, die Leute dürften auf jeden Fall begeistert nach Hause gehen. Ich denke mal, alle haben sich einigermaßen gut verstanden bis hierhin. Natürlich, das ein oder andere Thema, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Das war ja nicht anders zu erwarten bei den verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Spektren, die da sind. Aber das Wichtigste ist, dass die Leute miteinander sprechen. Ab dem Moment, wo persönliche Sympathie mit im Spiel ist, haben sich solche kleinen parteiprogrammatischen Dinge, also Punkt 17c Absatz 3, wo man sich dann vielleicht nicht einig ist, über sowas sieht man dann hinweg. Und ich denke, da ist hier ein sehr guter Anfang gemacht worden. Und wir werden sehen, was sich daraus weiterentwickelt. Aber bisher, denke ich, kann hier keiner was Negatives über diese Veranstaltung sagen. Ja, also ich fand den Netzwerktag wirklich sehr gut und informativ. Man hat sich auch mal persönlich getroffen, Leute, die man zum Teil auch nur übers Internet teilweise kannte. Und ich fand es gut, dass man auch versucht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also es wurde der größere Dachverband angesprochen. Es wurde angesprochen, dass man die Bürger mehr einbinden soll, vielleicht auch die linken Bürger. Und ja, das sind alles Themen, über die man mal nachdenken kann und sich vielleicht beim nächsten Netzwerktag nochmal trifft. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Der erste Netzwerktag in Eisenach ist so gut wie zu Ende. Ich bin überaus zufrieden mit den ganzen Abläufen. Und was ich immer wieder sage und was sich in meiner Lebenswirklichkeit immer wieder gespiegelt hat, das ist, dass sich die Leute erst mal kennenlernen müssen und dann werden Brücken und Barrieren abgebaut. Und das hat hier heute stattgefunden. Und das war das wesentliche Element des Tages, dass Leute sich mal näher gekommen sind, mal zusammen ein Getränk getrunken haben, mal zusammen gesprochen haben. Und ich denke, das wird der Garant und der Baustein dafür sein, dass wir in Zukunft eben auch gemeinsam politisch agieren können. Und ich denke, damit sind wir auf einem guten Weg. Und ich hoffe mir von weiteren Netzwerktagen, dass wir dann noch konkreter an die Umsetzung, an konkrete Projekte gehen. Aber das, denke ich, ist heute auch ein Anfang. Hier haben wir die Grundsteine dafür gelegt. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, also ich habe heute teilnehmen dürfen an dem Deutsche Stimme Netzwerktag. Was ich sehr gut fand, man hat versucht, Unterschiede nicht unter den Tisch zu kehren. Kontroversen sind nur teilweise aufgekommen, aber sie kamen auf. Meine Position, wir müssen anschlussfähig sein und als nationale Bewegung die Bewegung der kollektiven und individuellen Freiheit werden. Hat sie nicht ganz durchsetzen können, aber ich habe für Kontroversen gesorgt. Ich hoffe auf weitere gute Netzwerktage. Dankeschön. Hallo. Ja, also ich finde, der Tag hat sich richtig gelohnt. Ich habe neue Kontakte knüpfen können, habe interessante Gespräche geführt in der Pause. Man hat sich austauschen können, da war genug Zeit. Fand ich schon mal sehr gut. Auch das bunt gemischte Publikum, die Leute, die anwesend sind, haben verschiedene Ideen, kommen aus verschiedenen politischen Ecken. Ich fand das sehr spannend. Auch die Podiumsdiskussionen haben mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe einen Notizblock dabei, habe mir jede Menge Notizen machen können. Also sowohl für die Inspiration, sei es jetzt für Musik oder für die Kommunalwahl nächstes Jahr, die bei uns da in meiner Stadt, wo ich wohne, stattfindet. Ich habe sehr viel, wie sage ich es jetzt auf Deutsch? Ich habe sehr viel bekommen an Informationen, was weiterarbeiten wird. Also wo ich mit Sicherheit noch länger drüber nachdenken werde, sehr viele Anregungen mitnehmen können. Ich fand es toll, auch von der Organisation her. Lecker Essen gab's, lecker Salate, alle check. Netzwerktag der Deutschen Stimme heute hier in Eisenach. Hoffentlich der Auftakt für weitere Veranstaltungen mit diesem Konzept. Wir haben drei interessante Gesprächsrunden verfolgen können mit unterschiedlichen Diskussionsteilnehmern. Und der Ansatz ist klar zu erkennen, die patriotische oder auch die rechte Szene ist auf der Suche nach dem Schulterschluss der verschiedenen Strömungen. Wir sind auf der Suche nach einer Vision für unser Land und für unser Volk. Und die hier vorgetragenen Gedanken und Anregungen und Impulse tragen dazu bei, diese Vision auf den Weg zu bringen. Ich hoffe, dass es noch weitere Veranstaltungen dazu gibt. Aus meiner Sicht eine sehr gelungene Veranstaltung. Es wurden durchaus auch unterschiedliche
Interessen zum Ausdruck gebracht. Das ist normal in einer so großen Szene. Und letztendlich standen aber die Gemeinsamkeiten im Vordergrund. Ja, ich freue mich heute an der Veranstaltung hier teilzunehmen in Eisenach. Sehr interessante Veranstaltung, sehr interessantes Publikum, sehr interessante Diskussionen, die auch viel Anregungen rübergebracht haben. Und auch die Standpunkte waren sehr interessant. Und man muss natürlich gerade in der jetzigen Zeit bei den ganzen Problemen, politischen Problemen, muss man Lösungen herbeiführen. Und da müssen wir uns zusammenschließen. Und nur Einigkeit macht stark. Das Konzept insgesamt begeistert mich, muss ich sagen. Deswegen bin ich heute auch hier, dass man endlich mal einen gemeinsamen Nenner findet. Ich hoffe, dass wir den finden. Ja, es wird immer viel geredet wurde auch die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte. Und ich hoffe, dass es nicht bloß beim Diskutieren bleibt. Ja, also erstmal die Quintessenz bis jetzt des heutigen Tages zum Netzwerken. Es sind erstmal die ersten Bemühungen erkennbar. Das ist das Allerwichtigste, dass sich Kräfte finden, die der Meinung sind, es muss was getan werden gegen dieses System, gegen die Vertreter, die jetzt den Staat repräsentieren und das Volk für dumm verkaufen wollen. Es muss eine breite Front geschaffen werden. Das Wie wird sich zeigen. Wichtig ist erstmal der Wille von Personen aus verschiedenen Schichten, die der Meinung sind, wir tun was, wir bringen emotional auch andere Menschen zusammen. Soweit erstmal ein Fazit. Also ich freue mich, dass heute so viele hier zusammengekommen sind. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die ganze Veranstaltung ausverkauft ist. Und ich glaube auch, dass die Diskussionen wichtig sind und auf fruchtbaren Boden fallen. Ich glaube, das ist genau das, was wir für die Zukunft brauchen, dass wir eben ohne Scheuklappen vor den Augen Themen diskutieren, ohne uns gegenseitig zu zerfleischen und mit einer gewissen Sachlichkeit. Aber trotzdem gibt es ja hier und da auch an einigen Stellen Emotionen, was auch schön zu sehen ist. So sieht man wenigstens, dass die Diskussion auch ernst genommen wird und ankommt. Tief in deutschen Herzen ist sie allein dieser Tag.